Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Restaurant Tycoon. Mir fällt gerade ein, das Restaurant. Wie schreibt man das? Naja, kann ich mich ja dann drum kümmern. Ich habe mal ein bisschen gespielt. Da unten sieht man's. Wir werden jetzt erstmal einkaufen, aber zunächst hört mal ganz genau hin. Hört ihr im Hintergrund ein Rauschen? Bitte nicht wundern, das ist mein Lüfter. Oder, naja, ja, Klimaanlage. Wobei, ob man es Klimaanlage nennen kann, weiß ich nicht. Genau, das ist halt dazu da, dass es im Raum nicht so warm ist, weil ich finde, naja, es ist etwas warm hier. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht. Sollte aber eh nicht stören, weil ihr hört es kaum. Okay, gut, hier liegt noch Geld. Wir müssen erstmal was finden, wie wir das Geld automatisch einsammeln können. Dekoration. Aber ich würde erstmal sagen, was ist das? Okay, das ist irgendein. Ach, das ist dieses Ding. Dieses Ding, ja, ne? Ah, okay, das ist, okay, wir brauchen noch einen Feuerständer. So. Gut, jetzt brauchen wir noch Stühle. Wir nehmen die günstigen. Leute, günstig ist immer gut. Glaub ich eigentlich nicht. Oh nee, ich hab mich verbaut. Wie mache ich das denn jetzt wieder richtig rum? Dass es nicht mehr verbaut, sondern richtig gebaut ist. Naja, Fehler passieren. Leute, jetzt werden wir hier so, jawohl. So. Jawohl, plus 200 Cash. Ja, das sage ich doch nicht. Nein. Nur ein Dummer würde Nein sagen. Und bin ich dumm? Wer dem ist, schreibt jemand Ja in die Kommentare. Wer? Okay, wir haben jetzt sehr viel. So, abbrechen. Okay, ich schließe mal kurz das Baumenü. Denn hier liegt Geld. Geld regiert die Welt. So, wir brauchen jetzt bewegen. Ich glaube, das war's, genau. Das ist die 1, so. 1, so. Okay, dann sollte das jetzt nämlich alles passen. Könnte ich hier eventuell noch. Nee. Gut, hier kann ich auch nichts rausholen. Okay. Na dann. Brauchen wir jetzt ja nur noch Tische. Leute, der Lüfter. Also mich nervt er. Andererseits ohne Lüfter, ja. Ist ein bisschen blöd. Weil ohne Lüfter wird es hier drinnen warm und ja, generell sehr blöd. Und ich habe jetzt immer mein Rollo aufgemacht, damit, naja, etwas Licht hineinkommt. Okay, das haben wir. Wir haben jetzt gefühlt 3 Millionen Sitzplätze. Das ist auch gut so. Der Koch wird nicht hinterherkommen. Naja. So, Tag 7 ist vorbei. Hashtag Tag 8. Jawohl. So, unsere schönen Feuerkörbe hier. Oder Feuerständer. Also ich werde das Gefühl nicht los. Leute, wir brauchen ein neues Gericht.
wenn der Tag vorbei ist, sollte das passieren. Hoffentlich. Okay, der nächste Koch kostet, glaube ich, 500. Die Sache ist halt, die, was Koch angeht. Ja gut, der Kellner hat nicht viel zu tun, der Koch im Moment auch noch nicht so. Naja. Ich trinke erstmal was. Eine Sache, die mich wundern tut, ist, dass der Kellner das Geld nicht einsammelt. Oder sammelt er das erst ein, wenn hier auf allen Tischen Geld liegt? Wir behalten das mal im Auge. Ich habe gerade 91 Dollars. Und der Koch ist überfordert. Also 100... Ne? 91 war es, glaube ich. Hier, Wettbewerb. Und fertig. Ich war er. Egal wer er war, ich bin Chef, ich bin er. Also. Also klicken. Nach links und rechts. Drücken. Ah, Mist. Ich habe versagt, verdammt. Ja, sollte nicht so schlimm sein, hoffe ich. Okay, nochmal von vorne. Let's go. Wäre ja cool, würde der Kellner jetzt das Geld einsammeln. Also ich muss jetzt drücken. Okay, D. Und ich muss jetzt hier genau auf den Kreis achten. Und oder hier unten. Hä? Hä? Das wird doch normalerweise unten angezeigt. Ach, da steht ja weiß da. Ey, das ist doch so dämlich. Echt, der Küchenboden ist so weiß, dass man das verwechselt. Okay, wir haben immer noch 91. Was passiert, wenn ich den Kellner anklicke? Gib mir Geld. Hallo, bleib doch mal stehen. Hab ich Geld bekommen? Nö, anscheinend nicht. Okay, wir behalten das mal im Auge. Hier gibt es keine weiteren Bestellungen. Okay. Ich glaube wirklich, der Kellner sammelt das Geld nicht ein. Die Betreiber, Fahrer, was ist denn ein Fahrer? Ach, Lieferung. Drive to oder Delivery. Ja, wo schalte ich das frei? Okay, hier schon mal nicht. Hier irgendwo vielleicht. Hier gibt's doch ein Spezial. Was ist denn japanisch Paket? Im Freien. Okay, Bau. Mehr Optionen.
Kunden spawnen, bearbeiten, Artikel abreißen, Spezial Paket im Freien. Ich weiß nicht, wie man hier was freischaltet. Okay, ich muss dann noch das Geld einsammeln. Mehr Geld und das noch Geld. Und guck da, da haben wir Geld. Hier kriegt man noch Geld. Gib mir Geld. Gib mir mal noch mehr Geld. So. Ich würde sagen, wir expandieren. Ne, zuerst neuer Koch. Neuer Koch ist wichtig. Das ist nämlich wichtig. Das ist richtig wichtig. Okay, wie viel kostet ein neuer Koch? 8. Du Heilige. Okay. Oh. Okay, das wird noch eine Weile dauern. Eine ganze Weile. Eine Weile, Weile. Okay, die Frage ist, wie viel Akku habe ich noch? 51%, das reicht mir. Okay, hier sind erst Okay, eine Bestellung ist schon mal weg. Ja, wir brauchen definitiv zwei Köche. Also, wir können theoretisch noch mehr Kunden aufnehmen. Von Platz her. Von Koch her, nein. Können wir nicht noch mehr aufnehmen. Los, arbeite schneller. Und jetzt muss... Jetzt... Ja, gut, dann muss ich halt kochen. Okay, und... Also, warte. So... Drücke D. Hat er gerade eine Drehung gemacht? Rechtsklick. Und es bratet, es bratet, es bratet. Jetzt sieht man das hier unten auch wieder. Hier. Eben hat man es nicht mehr gesehen. So. Jetzt macht das Aufnehmen auch wieder mehr Spaß. Eine Sache, die ihr wissen müsst, ist nämlich, dass wir eine wunderschöne Dachgeschosswohnung haben. Und ja, in meinem Zimmer ist es halt ein bisschen warm und ja, das ist halt blöd. Deswegen, ja, habe ich jetzt erstmal schön den Lüfter angemacht. Das ist halt auch der Grund, warum die letzte Aufnahme, naja, war. Mehrmals klicken, kriege ich hin. Bewege die Maus. Ja, mache ich. Drücke D. Klicke. Und stopp. Okay, da sammeln wir hier wieder schön Geld ein. Mist, so viel Geld kriegt man dieses Mal gar nicht. Ist ja voll gemein. Okay, wer ist erst fertig? Ist oder... Okay, der Koch ist eher fertig. Der Koch ist viel eher fertig. Naja, er hat aber auch eher angefangen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt.
Ah, da habe ich wieder auf den Koch geachtet. Gemeiner Koch. Lenkt mich immer ab. Mag ich gar nicht. Gut, aber ich bin Chef, ich darf mir Fehler erlauben. So, wieder drei Bestellungen. Also, ich glaube, wir kriegen das hier fürs Erste gut gemanagt. Aber im späteren Verlauf, da könnte es dann Probleme geben. So, okay, wenn es hier ist und stopp. Jawohl, perfekto. Genau so muss das sein. So, ich weiß nicht, wollen wir das Geld wirklich für den Koch? Ja, okay. Ja, wir geben das Geld vielleicht doch für den Koch aus. Wäre eine gute Investition, oder? Oh Leute, die Bestellungen stapeln sich hier. Schon. Verdammt. Okay, jetzt muss wirklich hier, so, keine Zeit vertrödeln. Jetzt ist es wie in einer echten Küche. Hier muss gearbeitet, 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 gearbeitet werden. Tag und Nacht. Du machst die Nachtschicht. Einfach in dem Restaurant eine Nachtschicht. Ja gut, bei den Bestellungen, die wir haben. Okay, und jawohl. Warum hat der Herd überhaupt vier Herdplatten, wenn wir die nicht nutzen? Naja. Okay, habe ich jetzt. Ich habe immer noch nicht genug. Ich habe immer noch nicht genug und hier, das stapelt sich ja mehr. Und da hinten ist noch was. Vielen Dank, das meins. Kommt. Verdammt, ey. Verdammt. Ist ja gerade irgendwie auf Krampf was frei geworden? Ja, sie sind gegangen, Gott sei Dank. Okay, schnell, neuer Koch eingestellt und Köche plus. Der nächste kostet einfach 1000. Ja, und der muss sich das jetzt erstmal abgucken. Oh, verdammt, ey. Okay, Kellner hat aber, glaube ich, genug zu tun. Ich hoffe mal, dass der Kellner nicht überlastet ist. Falls ja, haben wir nämlich ein großes Problem. Ach du Heilige. Sieben Bestellungen. Na super. Leute, ich glaube, selbst mit nächsten Koch werde ich noch Hand anlegen müssen. Mehrfach klicken, mehrmals klicken, so rum. Fertig, jawohl. Oh, er ist noch nicht mal bei der Hälfte. Wobei fast. Okay, der Kellner scheint ausgelastet zu sein. Das ist gut, er ist nicht überlastet, aber auch nicht unterlastet. Sondern genau richtig. So, die Küche hingegen. Ja gut, ihr seht es halt selbst, ne? Also bevor wir hier, ne, was Größeres bauen, bevor wir uns vergrößern, sollten wir wohl doch eher die Küche noch mehr upgraden und den Kellner. Nicht, dass dann die Kunden noch warten müssen. Oh Leute, die ganzen. Ah, du Heilige. Gut, ein Koch halt, hat halt einen großen Vorteil gegensatz zu mir. Der Koch muss nicht immer hin und her laufen.
Und ich glaube, das spart immens viel Zeit. Oh, klicken. Ach, Gott sei Dank. Gerade so noch Glück gehabt. Ja, der Koch ist gleich. So, weil ich muss mich ja dann ums Einsammeln kümmern. Okay, D. Klicken. Jawohl. Und fertig. So, jawohl. Ah, da ist er ja. Grüne. Jawohl. Ein neues Gericht, bitte. Zwieblinge, Cheeseburger, Kindermenü, normales Menü. Was nehmen das? Zwiebelringe. Ah, jetzt wurden alle Bestellungen gelöscht. Okay. Interessant. Okay, ich kaufe mir dann direkt eine neue Küche. Wobei ich spare das Geld erstmal. Mal schauen, ob wir eine neue Küche überhaupt brauchen. Könnte aber mal die alte verrücken. Dass wir die vielleicht ein bisschen vorrücken. Wobei der Platz sieht eigentlich gut aus. Okay, ach, hier ist jetzt der Level 1. Ach ja, wir haben ja jetzt diese neuen Sachen. Okay, ich muss jetzt vergrößern, damit wir dann die Küche, ne, bauen können. Baumenü, Bodenbeläge. Plastik, alles klar, ne? Nee, abbrechen. Abbrechen. Wir haben. Hä, wovor? Hä? Hä? So, ich muss mal kurz hier bei Bauen gucken. Hier, das Zweifel. Ja, okay, kann ich mir aber noch nicht leisten. Also, eher gesagt, noch nicht bauen. Treppen andere. Leute, ich muss mich vergrößern. Wo vergrößere ich denn meine Filiale? Also eher meine Reste. Oh oh. Oh oh, da stauen sich wieder die Sachen an. Ich sehe das doch schon, wie sich da die Sachen anstauen. Ja, ist ja okay. Warte, Option. Versteck. Was? Restaurant verstecken? Hey, ich würde gerne hier vergrößern. Warte, was ist denn hier mit dem Pfeil? Ikea, hä? Okay, steht. Ach, da hat jemand das Restaurant so genannt. Option. Das bringt mir doch nichts. Einstellungen. Verstehe ich nicht. Okay, neue Kundenmodelle, ne? Okay, ich glaube, ich muss hier die Wände hinbauen, oder? Baue jetzt einfach mal hier so. Ah, hier die Wände hin. Oh, das sieht gut aus.
drehen. Boom. Kann dort nicht platziert werden. Ja, hä? Kann man sein Restaurant überhaupt vergrößern? Treppe. Natürlich, ich muss es in die Größe vergrößern. Also nicht in die Breite, sondern in die Höhe. So rum. Da macht es auch vielleicht Sinn. Deswegen gibt es auch Treppen. Haben wir ein anderes Restaurant? Ne, die haben auch ihres vergrößert. Ja. Aber hier so zum Beispiel in die Höhe. Höhe kriege ich hin. Breite kriege ich nicht. Der hat seins aber in die Breite. Also hier nach hinten hin. Egal. Wir gehen in die Höhe. Oh, 28 Dollar. Ja, ich meine natürlich, das wäre doch nicht. Doch ist es. Ist nötig. Geld ist immer gut. Ah, wir haben 3 Bestellungen. Okay, wir haben glitzekleine Probleme. Schließen. Leute, ich weiß, wie wir die Küche vergrößern. Das machen wir auch gleich. Wartet. Wir stellen die Küchenutensilien jetzt hier so hin. Aber schön hier noch ruhig 2 Küchen. Okay, dann brauchen wir Küche. Küche ist das hier, genau. Was mache ich? Baue hier aber so eine richtige Küche hin. Backen die jetzt auch? Als ob die wirklich jetzt backen können. Hä, wie stellen die denn überhaupt die Zwiebelringe her? Eine Friteuse. Seit wann haben wir das denn? Naja. So, also wir haben jetzt schön eine neue Küche. Oder eher gesagt, neue Küchen. Sind ja mehrere jetzt inzwischen. Okay, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert gerne den Kanal. Schreibt mal in die Kommentare Vorschläge für Videos. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.